Herr Rindle, viele IT-Unternehmen, große IT-Unternehmen bieten ja mittlerweile auch ein großes Portfolio an Cloud-Lösungen an, so natürlich auch IBM. Aber warum sollte jetzt ich mich als Unternehmen gerade mit Ihrem Cloud-Portfolio beschäftigen? Das ist relativ einfach. Cloud-Lösungen werden nicht in Inseln entstehen, sondern müssen immer irgendwo integriert werden in existierende Infrastruktur, in existierende Prozesse. Und die IBM bietet für all diese Fragestellungen Ansprechpartner und Lösungsmodule, sei das ganz am Anfang bei der Fragestellung, welche Strategie schlage ich ein, was ist meine Sicherheitsbewertung meiner Daten, will ich eine Private, eine Public oder eine Hybrid Cloud realisieren. Die IBM kann da helfen, aus dem eigenen Portfolio mit herstellerunabhängigen Lösungskomponenten, und das Ganze basiert auf offenen Standards. Haben Sie ein konkretes Beispiel zur Veranschaulichung? Da haben wir viele Beispiele, ich würde jetzt zwei nennen wollen. Einmal haben wir Philips TV TP Vision, einen Unterhaltungselektronikhersteller, der unter anderem Fernseher herstellt, und der erweitert gerade sein Lösungsportfolio, indem er sagt, ich biete meinen Kunden an, dass sie die Möglichkeit haben, Filme zu leihen, Kommunikationslösungen, Videokonferenzen über den Fernseher zu machen. Und dazu braucht es eine IT-Infrastruktur. Die stellt IBM in Form der Smart Cloud Enterprise Plus zur Verfügung, sodass der Hersteller der Geräte selber kein Rechenzentrum aufbauen muss und die Leistung nach Bedarf, nach Anzahl der Kunden, die das nutzen, entsprechend buchen kann. Ein zweites Beispiel wäre Audi mit seinem Car Configurator. Ein Kunde stellt sich auf einer Webseite ein Auto nach seinen Idealvorstellungen zusammen und das wird grafisch dargestellt und aufbereitet. Das ist der Audi Render Service und den haben wir mit Audi pilotiert gerade und in drei verschiedenen Kontinenten sehr erfolgreich abgeschlossen und dargestellt, dass das realisierbar ist. Vielen Dank. Frau Volkmann, Cloud Computing ermöglicht es ja, Systeme sehr effizient zu nutzen und eben besser auszulasten, wodurch man sich natürlich Hardware- und Softwareressourcen einsparen kann. Kommen Sie sich als IBM da nicht irgendwie in die Quere? Ich denke, die Geschäftschancen, die neuen Geschäftschancen im Zusammenhang mit Cloud Computing überwiegen da ganz deutlich. Und IBM steht ja auch dafür, dass wir immer daran arbeiten, effizientere Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen und neue Märkte mitzugestalten. Und insofern passt das eigentlich sehr gut zusammen. Und für die Kunden, die eben noch nicht in Cloud-Services, Cloud-Solution-Nutzung einsteigen wollen, sondern sich für Private Clouds entscheiden, Cloud-Infrastrukturen werden mit Technologien, Hardware und Software aufgebaut, die IBM im Portfolio hat und entsprechend bereitstellen kann. Insofern steckt dort auch Potenzial für uns drin. Wie sieht das jetzt mit dem Mittelstand aus? Gerade mittelständische Betriebe profitieren ja sehr vom Cloud-Computing, möchten aber auch sehr oft einen lokalen Ansprechpartner haben, auf den Sie sich verlassen können. Bietet IBM denn die Cloud-Services über Partner an oder muss man die immer direkt beziehen? Eine ganz klare Strategie der IBM, mit Businesspartnern zusammenzuarbeiten und das auch fürs Cloud-Umfeld. Wir arbeiten dort mit Partnern in unterschiedlicher Fasson zusammen. Einerseits können unsere Geschäftspartner Cloud-Services von IBM beziehen, ergänzen, um ihr eigenes Serviceportfolio und Kunden anbieten. Andererseits haben wir Partnerprogramme wie die IBM City Cloud Initiative, wo Partner von uns eigene Cloud-Infrastrukturen aufbauen, sich dort die IBM Cloud-Referenzarchitektur zunutze machen als ein Rahmenwerk und eben auch Technologien, Hard- und Software von IBM nutzen, um ihre Infrastrukturen aufzubauen. Vielen Dank. Danke auch.